Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spielepartys mit mir, The Maxi. Und wir sind immer noch im Elysion. Wir hatten in der letzten Folge Persephones Tagtraum zerstört, eingenommen. Wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Und jetzt versuche ich natürlich immer noch hier die Quest zu verfolgen. Allerdings bin ich mir da noch nicht sicher, wo uns das jetzt hinführt. Kannst du auch normal gehen? Ja. Sehr gut. Da drüben ist noch... Da unten. Da unten ist noch was. Dann gehen wir doch mal auf direktem Weg. Ah, das ist garantiert hier eine Jungfer. Ja, danke. Mitten im Flug. Ja. Erstmal schön unterbrochen. Okay, sehr gut. Dann haben wir hier wieder die Jungfer zu zerstören. Da haben wir auch die Kolosse und natürlich hier ein, zwei Wachen. Sehr schön. Sehr gut, das sollten wir aber theoretisch doch hinkriegen, oder? So. Ja, komm hier. Da stimmt was nicht. Was könnte denn hier nicht stimmen? Komm her. Bleibst du hier? Wo willst du denn hin? Du beobachtest mich, du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Na? Du ja nicht. Cassandra, hock dich mal wieder. So, jetzt locken wir den nächsten her. Das ist halt das. Wann sollte die wirklich herlocken? Damit die Kolosse das nicht mitbekommen. Schweig, oder ich bring dich zum Schweigen. Ja, ich schweig hier gar nicht. Komm her, aus der Sicht der Kolosse weg. Ach, egal. Komm. Okay, nein, kein Kettenangriff. Den hier wieder. Ich hätte jetzt... Oh Gott! Ich hätte einen Kettenangriff haben sollen. Naja, egal. So, Freunde. Aber bringt nichts. Wir müssen auch den Koloss dann jetzt hier besiegen. Okay, den haben wir. Fast. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kriegen wir hin. Du bist ein Koloss. Ich bitte dich. So krass bist du nicht. Am Anfang, muss ich sagen, war ich echt schwer beeindruckt von den Viechern. Aber mittlerweile, muss ich sagen, ich komme mit denen klar. Wenn es nicht gerade zwei auf einmal sind, ne? Dann ist es doch super duper gechillt. So. Da ist auch noch was. Okay, man kriegt natürlich auch viel, wenn man die besiegt, ne? Na komm erstmal mit. Krass, da war das doch zu sehr im Sichtfeld. Ja, aber ist okay. Ihr Vögel, hört ihr mal auf zu pfeifen? Hier ist nichts. Doch. Ich pfeife hier immer noch. Ja, komm her, komm her. Ja, okay. Na. So nicht, Freundin. Okay. Dann haben wir da noch eine Kiste und eine Statue. Sehr schön. So macht man das hier im Elysion. So. Und komm. Weg ist sie. Uah. Die hat schon echt nicht mehr viel Einfluss, ne? Wenn man das so sieht. Da drüben ist auch noch was. Na, sehr gut. Da gibt es ein Boot. Boots, Boots, Boots. Yay. Ist aber nett, dass die mir hier Boote zur Verfügung stellen. Da muss ich nicht immer... Oh, ich habe... Schon zwei Fähigkeitspunkte wieder.
krass. Da muss ich nicht immer durchs Wasser schwimmen. Ich will ja auch eigentlich nur hier rüber. Reicht mir ja schon. So. Absteigen. Hüpp. Als ob. Ich sag doch, Cassandra konnte schon mal besser klettern. Sag ich immer wieder. Okay. Irgendwas habe ich gemacht. Aber doch nicht gerade jetzt. Wer weiß. Wer weiß. Was ist das hier? Nix. Oh, du bist ja hübsch. Dich will ich nicht töten. Ah, voll schön, oder? Richtig schön. Okay, dann wird da noch so eine Marmor-Dingsbums sein. Die könnte ich mit zähmen, oder? Könnte ich mir die zähmen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schnappen wir uns jetzt hier noch so eine Statue. Bringt ja nichts. Aber schön, dass da hier wirklich die Blumen drumherum wachsen. Ja, Koloss. Marmor. Koloss. Wache. Bin ich nicht immer zu dritt? Hier ist noch irgendwo was. Da ist ein Eingang. Was ist da? Da muss noch irgendwas sein. Ja, da müssen wir dann schauen. Perfekt. Perfekt, Freunde. Echt nur zwei Wachen. Na dann. Ich hab doch was gehört. Ja. Mich. Cassandra, die Adlerfrau. Ich habe Leute für weniger getötet. Ich pfeife hier nur ein bisschen, du Depp. Wow. Der hat mich noch kurz nach hinten geschleudert. Heftig, der Kollege. Hört er mich? Nein. Definitiv nicht. Oder doch? Hallo? Ah, ich will den Koloss nicht wecken. Deshalb gehen wir hier mal drum rum. Und verstecken uns hier wieder in den Blümchen. Wir könnten ja gleich mal den Schatz klauen, oder? Das sind so richtig tolle Wachen, oder? Da war doch was. Ja, ich. Einfach mal noch einen Ticken näher rangegangen. Das ist der Trick, Freunde. Und dann machen wir gleich unseren richtig krassen Attentat-Ding. So, denn der ist theoretisch stärker. Hey, hör mal auf, mich hier wegzukicken. Sag mal, geht's noch? Ich bin nur eine arme kleine Frau, die sich nicht verteidigen kann. Arme Cassandra. Tada! Das wird Persephone nicht gefallen. Nee, nicht wirklich. So, und da unten ist ein Eingang. Vielen Dank, Phobos. Weiter unten, ne? Kommen wir da überhaupt hin? Nee. Toll. Ganz toll. Vielen Dank, Phobos. Ikaros. Entschuldigung. Oh, vielleicht da. Nee. Komm, da kommen wir nicht hin. Das gibt's doch nicht. Och, Mann. Irgendwie muss man doch da rankommen. Da ist der Schatz. Aber ich komme hier nirgends rein. Na toll. Super. Gehen wir zum nächsten. Da vorne sind Flügel. Die sollten wir doch öfter mal nutzen. Vor allem, ich sammle hier übelst krass Ruinen entdeckt. Übelst krass Fähigkeitspunkte. Okay, wir gehen da mal hoch. Rebellengipfel. Erst Ruinen und dann... Rebellengipfel? Klingt aber richtig für... Also, klingt wichtig für das, was Cassandra gerade macht.
Sie ist ja so der kleine Rebell hier. Okay. Das ist doch ganz schön weit bis nach oben. Ich hätte die Flügel nehmen sollen. Egal. Egal, Leute. Ja, Peters Ruin. Sind wir also immer noch. Die gehen also ein Stück hoch. Okay, wie weit ist es noch? Da drüben? Oh, ups. Gut, dass ich nicht ganz unten wieder gelandet bin. Hä? Hallo? Ist das da oben? Warum kann die eigentlich nicht in Bäume klettern? Das finde ich schon krass. Warum ist jetzt mein Dings verschwunden? Da. Also da oben. Ah, da drüben. Alles klar. Und deshalb habe ich es auch nicht mehr gesehen. Wir klettern halt höher, als wir müssen. Immer 10% mehr als das, was von einem verlangt wird. Leute, ihr wisst das. So, und da können wir hier direkt synchronisieren. Ich weiß nicht, ob wir hier auch was machen können. Ja, dann mal schauen. Aber irgendwas muss ja hier mal passieren, so langsam. Höhle der Stille. Oh. Ja. Das war gut. Ich wollte es ja hier eh ausspionieren, was hier so los ist. Und da müssen wir halt auch runter. Hey, hier leben sogar Leute. In den Ruinen. Na ja, gut. Dann wird es uns in der Quest wohl nicht groß weiterbringen. Schade. Sehr schade. Hallo. Ach. Wisst ihr das nicht? Klar, das ist unser Adonis. Warum habe ich die Ruinen jetzt erst entdeckt? Hm, keine Ahnung. Guten Tag. Na, nein. Bis zum nächsten Mal. Ja, lass mich. Ich will hier das Zeug nehmen, nicht mit dir reden. Toll. Okay, hab Ruinen entdeckt. Was mache ich jetzt? Tja, da drüben sieht's auch gut aus, ne? Oh. Cool. Damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet, aber ist okay. Es war jetzt halt wieder der direkte Weg. Cassandra macht es gern. Ich mach das auch gern. Wenn wir so Zeit sparen. Ihr wisst, Leute, Zeit ist Geld. Oh. Das sieht halt schon richtig krass aus. Das muss ich echt nochmal sagen. Respekt an die Macher von Assassin's Creed Odyssey. Und auch die ganzen DLCs dazu. Habt ihr echt richtig, richtig super gemacht. Gefällt mir sehr gut. Ja, da haben wir sie. Die Persephone. Können wir da auch ein geiles Bild machen? Bringt das was? Stell ich mal so hin. Ja, mit den Schwertern in der Hand. Ja. So. Nee, so nicht. So. Dann halt ohne Schwerter in der Hand. Aber so? Ist das nicht ein cooles Bild? Ich finde, das ist ein cooles Bild. Mir gefällt's. Tada! Bild gespeichert. Und so könnt ihr hier Bilder machen. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gezeigt. Vor allem hier ist noch ein Fragezeichen und die Festung hier haben wir schon erobert. Wie kann das sein? Bloß nicht sehen lassen. Oh, oder halt auch nicht. Wir hatten schon lange kein Ostragon-Rätsel mehr, ne? Aber das ist eine kleine Festung. Eine sehr kleine. Da, ja. Okay. Ja, sehr kleine Festung. Oh, hallo. Krass. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass da jemand sitzt. Na, 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 na. Ey.
nicht mich hier überraschen. Ich überrasche euch jetzt gleich. Ah, da oben. Okay. Ja. Bam. Das war's. Hey. Sehr schön. Ja, die Festung gefällt mir. Also da muss ich sagen, das kriegen wir. Kriegen wir locker flockig hin. Jetzt haben wir nur noch das Rätsel und den Schatz und das Zweite da oben. Perfekt. Und da haben wir schon den Einfluss wieder verringert. Hier ist ja gar keiner mehr. Na toll. So viel Mühe hier. Und keiner schaut mir dabei zu. Oder will mich daran hindern, hier irgendwas. Hand des Hades. Irgendwas einzunehmen. Manu. So, wie sieht's denn aus hier auf der Karte? Da unten sind wir, okay. Deukalions Vermächtnis. Nee, wir brauchen hier. Also nicht hier direkt, sondern hier. Brauchen wir noch so einiges. Unentdeckter Ort. Können wir da... Nee, da können wir nicht hinreisen, aber hier. Müssen wir nur erstmal hier aus der roten Zone raus. Easy. Genau so. Und dann reisen wir mal hier hin. Wir müssen ja die Erkenntnisse immer noch sammeln. Ich weiß noch nicht genau wie, aber wir kriegen das hin, Freunde. Schaffen wir. Da sind wir. Sehr schön, und darüber müssen wir. Aber doch tiefer als gedacht. Hoppala. Sehr schön. Ich meine, Hermes könnte uns ruhig mal ein bisschen helfen. Vor dir. Na, hier haben wir auch. Das ist ja hier, oder? Nee, das ist der Kalion. Das ist das. Wo ist denn? Wo ist denn Asphodeliengrund? Keine Ahnung. Gute Frage, nächste Frage. Toll. Ganz toll. Ja, wir schauen erstmal hier hin. Ach, da ist wieder so eine Jungfrau, wenn ich das richtig sehe. Kann ja gar nichts anders sein. Aber auch die holen wir uns noch. Super, super locker, leicht, flockig. Und da haben wir dann wieder einen Fähigkeitspunkt. Ja, da sehe ich doch schon die Kolosse stehen. Okay. Ja, der passt ein bisschen besser auf. Naja, gut. Nennen wir es nicht gut aufpassen. Ist da nur der eine? Ne, es sind zwei. Und der Koloss. Und der Koloss. Wundervoll. Dann erstmal der hier. Mal sehen. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Nö. Was ist das für ein Geräusch? Machen wir nie. Kann natürlich sein, dass der Koloss da drüben das dann sieht. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen hier hin. Schenke mir Weisheit, Athena. Schenke mir Weisheit, Athena, okay. Ich glaube, das ist zu spät bei dir. Brauchst du ihn nicht mehr lange. Das geht mir ganz Bleibst schön du auf hier? Die Nerven. Der wollte gerade wieder gehen. Habt ihr das gesehen? Das sind Wachen, oder? So, was nennt sich hier Wache? Hoppala. Okay, da war ein bisschen eher kaputt, als ich gedacht hätte. Naja. Was soll's? So, und dich nehme ich mit hier runter. Was ist das für ein Geräusch? Ich. Die liebe nette Cassandra. Reicht schon? Nein. Ah!
So. Okay. Na dann. Gleich die Statue. Aber ist da vielleicht noch jemand? Nee. Vor allem, das sind ja manchmal drei. Hier sind nur zwei. Ist die Statue nicht so interessant? Flup, 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 flup. Sehr gut. War ja nicht nur eine Truhe. Hä? Ja, gleich hier daneben. Ja, blind. Blind, diese Maxi. Freunde, das war's für heute. Mehr haben wir nicht gefunden, aber ich schwöre euch, wir werden den Erkenntnissen noch auf die Schliche kommen. Ich hoffe es. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mit Tieren Spiele Partys mit mir, so Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.